Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Arbeitrunde Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Ich habe mir mal kurz erlaubt, unsere Pokémon kurz zu heilen. Denn wir werden heute die ersten Trainerkämpfe machen. Mal gucken, was hätten wir noch so fangen können. Natürlich, ist okay. Ich glaube, das könnte sogar Hornbeisel besiegen mit Windstoß. Ist das Gift stark auf gegen Kerl? Ich glaube, ich wechsle nochmal kurz aus und gehe danach nochmal kurz heilen. Das lasse ich drin, das steige ich jetzt nicht raus. Scheiße. Da habe ich aber gerade echt einen kleinen Kackstift bekommen. Ach ja, noch eine Regel, die ich gerne ergänzen würde. Sollte es jetzt vorkommen, dass ich jetzt zum Beispiel auf der nächsten Route noch ein Mekago finde. Sollte es wirklich dazu kommen, dass ich nochmal eine Cargo finde oder nochmal einen Hinweis oder so, ist es in meinem Ermessen, ob ich es fangen möchte. Will ich es fangen? Mal fangen, Ende. Möchte ich es nicht fangen, habe ich noch eine weitere Chance. Sollte die aber vertan werden, per Start. Ich muss mal sagen, hier hatte ich bisher Oh, Giftstachel, super. Wesentlich angenehmeres Glück als in meinem allerersten Nuzlocke. Da hatte ich Hard Gold gespielt. Also die Johto-Region Remake. Und da habe ich so viele legendäre am Anfang getroffen. Das war nicht feierlich. Das war echt nicht feierlich. So, jetzt aber. Oh, wow, Mauzi. Hätten wir auf jeden Fall gebrauchen können. Nicht. Ich wollte gar nicht fliehen. Alter, hör auf zu kritten, du scheiß verficktes, dummes Kackvieh. Also Hornweise lebt echt am Limit. Oh, scheiße. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Ich gehe jetzt aber die Schnur zurück. Das ist ein Trank. Da haben wir ja auch schließlich eine gefunden. Das Gute ist, dass ich kein Geld für Beleber ausgeben muss. Die bringen uns eh den Scheiß weg. Du bist ein Pokémon-Trainer und das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen! Okay, der erste normale Trainerkampf. Was hast denn du? Och, wie süß! Mein Azurill! Also das sollte Hornweise doch wirklich packen. Wir gucken, ob wir es vergiften können. Mit Gift ist natürlich super. Ich glaube, Azurill kann auf den ersten Level wirklich gar nichts, außer Platte und Schab oder so. Okay, wir müssen den Schuss angreifen, das bringt schon nichts mehr. Ui. Ja, das kann glaube ich nur Charme. Also der erste Trainerkampf wird so angenehm sein. Also der ist angenehm. Ja, ist ein Safe Win. Ich frage mich, was ich gerade sehe, wieso hier dieser, ja der Orden hier, warum der so schwarz ist. Normalerweise soll das so Tannenbäume darstellen.
34 GP. Gönn dir The Queen. Kriegt auch gut Stats dazu. Der erste Pokémon-Kampf ohne Schaden. Gehen wir weiter. Ich werde auch gucken, dass ich so viele Trainer wie möglich mitnehme. Ich werde auch nicht vorlesen, was ich alles habe. Das ist halt zu 99% eh nur Müll. Au! Au! Blaze Snake, wir brauchen dich. Ich glaube nicht, mal, dass Krabi dagegen halten könnte. Also, es fängt schon gut an. Okay, greif mal Smog an. Das ist nicht wirklich stark. Steinwurf. Fick dich. Natürlich. Ich werde auf jeden Fall jetzt zurückrennen. Bei Gift gehe ich überhaupt kein Risiko ein. Okay, Magpan ist besiegt. Tschüss. Okay, 106 KP für The Queen. Zwei Level Ups. Richtig gut. Und wir gehen uns mal ganz, ganz schnell heilen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Vergiftung hier jetzt noch tötet oder ob sie es überstehen. Also Hornweise ist Stufe 6. Dann würde ich mal sagen, schicken wir mal Mr. Krabs nach vorne. Ei, ei, mein Junge! So, damit wir dann einfach das auch noch mal ein bisschen trainieren können. Ach komm, jetzt wollt ihr mich aber mobben! Ich setze Kittwurm auch so hart abgefangen! Verbrennung. Danke. Okay. Wir hatten also am Anfang noch nicht so wirklich viel Glück mit unserem Team. Das ärgert mich schon ein bisschen. Oh, das kann ich auch. Das kann ich immer mal, wenn den LPs immer so kurz aufs Handy schauen, weil ich sitze ja ein bisschen scheiße mit der Webcam, flippt gerade auf. Naja. Na gut. Toxicroak. Quack, quack. Ich hab quack, quack gesagt, nicht ei, 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 ei. Krab, 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 krab. Aber ich glaube, in so einer Nassau-Chat. Ich weiß nicht so, ich war gerade voller Schreck auf einmal. Also in einer Nassau-Chat kann schon einiges schief gehen. Ich meine, ich werde am Ende bestimmt auch ein Video machen müssen, alle Tode. Mr. Krabs erreicht Level 4, yay! Nächster Trainer, okay. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Nein, wirst du nicht. Und wenn doch, dann musst du aber ein ganz, ganz krasses Pokémon haben. Oh, Schlurpleck. Ich würde sagen, der nehme ich noch mal Blaze Snake, oder? Ich bin gerade überlegen, wo man nochmal. Die.
die Angel hier bekommt. Weil dann hätten wir ja noch mal ein, zwei Routen, wo man noch mal was fangen könnte. Man hätte ja dann noch mal einmal die Heimatstadt erwähnen. Ein Wasserpunkt, dann wo wir eben den ovalen oder gestern war es halt den ovalen Stein bekommen haben. Ja, und auch für zukünftige Routen, wo man noch nichts bekommen kann. Jawoll, Klammer. Und Blaznik erreicht Level 10. Das tankt aber lange auch super schon. Das Item will ich noch haben. Energiestaub. Haben oder nicht haben? Jetzt mobb mich nicht. Wollen wir versuchen? Mal machen, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, dass Klammer so aussieht. Also in dieser Generation. Ah, Volltreffer können gefährlich enden. Nur satte 50 EP für Mr. Krabs und das reicht Level 6. Das hat ja auch schon super Angriff und Verteidigung. Stockshop Kingdom unterschätzt. So, hier ist aber noch ein Item für ein Kopffossil. Wir hätten dann noch Mailon. Oh, ich hab's mal Kopf vergessen vorzulesen. Ja, wir haben schon vier Pokémon. Oh, ich weiß. Gefällt es dir nicht mehr über Pokémon zu wissen? Aber klar gefiel dir das. Und ich kenne einen genau den richtigen Ort. Los, komm mit, sei nicht so schüchtern, komm! Und wo gehen wir? Ah, ich weiß wohin. Sag mal, der Typ dort, was macht der bloß? Oi! Was? Erzählst du, Mann? Wie konntet ihr das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Wie bitte? Was haben sie gesagt? Ich wollte doch nur etwas plaudern. Aha, eine normale Plauderei sollte das also sein. Das ist, glaube ich, keine Sünde. Sekunde, mich führt man nicht so leicht in das Licht. Ihr habt sofort erkannt, dass ich meine Person von der Masse abhebt. Dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin. Gut erkannt. Und daher habt ihr mich angesprochen, das ist nicht so. Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist, ja, sie ist ganz hervorragend, furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine geheime Identität vor euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich vorstellen. Ich gehöre zur Elite der nationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbarsten Fälle aufzuklären. Mein Name tut nichts zur Sache. Vergesst ihn einfach. Wie? Ich hatte ihn nicht gesagt? Ist ja auch egal. Nennt mich Lebel. Prägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn ja selbst ausgedacht. Sagt einmal, ist euch die Redewendung sei kein Typ zufällig bekannt? Ja? Gut. Es ist Unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr, dass es einen Sinn und Kriminelle gibt, die anderen ihre Pokémon stehlen? Nun habe ich den Auftrag, verdächtige Subjekte ausfindig zu machen. In meiner Spürnase und meinem Genie wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seht mir wie Tränen aus. Das habe ich doch richtig, nicht wahr? Vielleicht hilft euch ja dies auf euren Wegen weiter. Eine Kampfkamera. Wie wir unsere Kämpfe aufnehmen können. Das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient, das habe ich doch schon erklärt. Habe ich nicht? Nun gut. Mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch. Ich würde sie ja verwenden, schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Bevor wir scheiden, muss ich euch noch um etwas bitten. Sollten wir uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl, doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin doch nicht einsam, das ist ein Quatsch. Ihr müsst von Schurken berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten.
Was war das jetzt? Scheint, als ob die Arbeit für die internationale Polizei eine ziemliche Herausforderung ist. Dort hier ist sie, die Trainerschule. Der Name sagt schon alles. Vorhin ist ein Freund Crazy hineingegangen. Wahrscheinlich ist er drin, um lernen. So, ich bin weg. Bis bald mal. Ja, ich heile jetzt mal meine Pokémon. Weil drinnen können wir auch nochmal trainieren. So. Umat müsste auf jeden Fall noch ein bisschen trainiert werden. Onweisel ist ganz okay momentan. Mekago mache ich mir keine Gedanken. Krabi auf jeden Fall. Ja. Krabi ist ein Fall für sich gerade. Oh, Pokéball. Eine gelbe Flöte, okay. Hey Dosh, bist du auch hier mit was zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel geschwommen hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Dosh? Was? Du hast etwas für mich? Ja, hier ist ein Paket für dich. DHL und so, ne? Ne, vorbei kam über Hermes an. Was ist das? Klasse, das ist eine Karte. Hä? Wieso sind das vielleicht zwei Karten? Ich finde die ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Dosh, du kannst eine haben. Okay. Wenn ich gerade so betrachte, werde ich als nächstes sogar nach Erzlingen gehen. Dort gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Ja, tut mir leid, das bin ich auch schon. Man sieht sich. So. Dann einmal mit dir ein bisschen trainieren. Alles an Training mitnehmen, was geht. Los, Mr. Krabs. Mach du mal nichts Angriff. Blubber. Sehr schön. So. Smog ist mir gerade egal. Die beiden Kämpfer machen wir noch und dann beenden wir die Folge. Mach ich auch eine Aufnahmepause. Wir gucken, dass ich so jeden Tag so eine Stunde aufnehme. Oder sagen wir alle zwei Tage, das sollte dann passen. Morgen werde ich die erste Folge hochladen. Morgen haben wir den 5. Oh, fast ein Level up. Schade, schade, schade. Ja, wir kämpfen. So. Ja, was hast du? Au. Mekago, Hilfe. Scheiße. Ich habe mich mit dem Pokémon gerade angefreundet. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich gewinnen kann. Hallo, ich bin Metagross. Als der stärksten Pokémon, die es gibt. Na gut, es ist auf Level 6, aber trotzdem, das ist so fucking Metagross. Oh, das ist fast besiegt. Was hat er? Okay. Okay. Das sollte es gewesen sein. Es gibt so ein paar Pokémon, da habe ich echt Angst. Unter anderem Metagross. Vor den Regis, also Regirock, Regis und Registeel, habe ich panische Angst. Besonders am Anfang. Wegen einer speziellen Attacke, die nur die mal benutzen am Anfang. Hi mit ihm. Oh, ein Gratistrank. Nehm ich den an. Gut. Mit dir konnte ich nicht kämpfen, ne? Ja, ja, der sagt mir so, also die Anfangs-Sexy-Typen und so weiter. Gut, ich würde sagen, das war's für die erste Aufnahme von mir. Ich bin schon richtig gespannt auf dieses Projekt, wie schnell das noch eskalieren wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und so. Und tschüss.